Erst brodelt der Schlamm, dann steigt ein gewaltiger Feuerball in die Luft. Panisch nehmen Anwohner im Nordosten Kolumbiens die Beine in die Hand, während hinter ihnen eine Säule aus Rauch und Feuer in den Himmel steigt. Das Geologische Institut bestätigt inzwischen, es handelt sich tatsächlich um einen Ausbruch des Schlammvulkans El Aburrido. Schlammvulkane spucken weder Asche noch Lava, sie stoßen stattdessen ein Gemisch aus Schlamm, Gasen und Wasser aus. Der Grund für das Feuer? Hier hat sich Methangas entzündet. Dutzende Familien wurden vorerst aus der Umgebung evakuiert. Lokale Medien berichten von mindestens 8 Verletzten, darunter 3 Kinder mit Atembeschwerden. Die restlichen 5 verletzten sich auf der Flucht vor dem Schlammvulkan.